Dann ein recht herzliches Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Pressekonferenz zum Spiel des SC Magdeburg gegen die SG Flensburg-Handewitt vor 6.800 Zuschauern in der GTEC Arena, ausverkauftes Haus. Endstand Remis 26-26, genauso wie zur Halbzeit 14-14. Die erfolgreichsten Werfer auf Seiten der Gäste, 6 Tore Lasse Swan, 5 Tore Kante Mahé und auch Holger Glandorf, 5-mal erfolgreich. Auf Seiten des SC Magdeburg am erfolgreichsten heute Robert Weber mit 7 Toren, 6 Tore Michael Damgaard und 5 Treffer durch Matthias Musche. Soweit diese kurzen statistischen Werte zum Spiel. Wir begrüßen recht herzlich Lubomir Vranjes, der Trainer der SG Flensburg-Handewitt, und bitten um seine Einschätzung zu dieser Partie. Ja, guten Abend erstmal. Und ich weiß nicht, was man sagen soll, Glückwunsch oder nicht. Ich glaube, wir beide haben heute einen Punkt verdient. Ich werde über meine Mannschaft sprechen. Also ich meine, wir haben fantastisch gekämpft in dieser Halle. Von erster Minute bis letzte. Man kann sich natürlich ein paar Sachen wünschen. Zum Beispiel, dass Thomas Mogensen nicht im Bett liegt im Hotel. Und dass Jim Gottfriedsson direkt nach, ja, wie lange war das? Nach 10 Minuten oder so. Dann macht seine Muskel zu. Dann war da die sozusagen für mich ein Matchplan schon weg. Dann haben wir trotzdem, finde ich, eine andere Art und Weise heute gespielt als normal. Hat geklappt, teilweise, ab und zu nicht. Wir haben angefangen, viel langsamer zu spielen. Das ist ja sehr ungewöhnlich für uns. Aber hat gut geklappt. Leider in dieser Phase haben wir auch ein paar technische Fehler gemacht in Mitte der ersten Halbzeit. Magdeburg hat richtig gut gespielt, Abwehr, Angriff auch. Und in zweiter Halbzeit, ja, dann ist das ja Kampf, finde ich, von unserer Seite. Wir finden fast keine Lösung von der Magdeburger Abwehr ab und zu. Aber in 30 Minuten kämpfen wir zum Tore und dann plötzlich waren wir mit 3 hinten und ja, ich musste reagieren, natürlich. Das war 8 Minuten vor Schluss. Unsere 5-1-Abwehr hat das gut getan, aber ein paar Stresswürfe, ein paar Entscheidungen und dann waren wir wieder im Spiel. Danach, was passiert letzte Sekunde, also letzte Minute oder letzte 2-3 Minuten, also Magdeburg kann gewinnen, wir können gewinnen. Ein bisschen zu viel verworfen von unserer Seite, finde ich dann. Aber so kann ja auch wahrscheinlich Benny auch sagen. Viel Erfolg weiterhin. Und wir sehen uns ja nicht mehr. Also alles Gute für die Zukunft. Dankeschön, lieber Mifranius. Ja, man hat doch mal genossen, was du gerade gesagt hast. Letztes Mal hier in der GTEC Arena. Hoffentlich nicht das letzte Mal. Vielleicht sehen wir uns doch mal irgendwann wieder. So, Bennett, deine Einschätzung zu diesem Spiel. Ja, also das ist von Lubo schon gut analysiert worden. Wir fühlen uns irgendwie ähnlich. Wir denken, vielleicht Punkt Verlust, vielleicht Punkt Gewinn. Wer kann das im Nachhinein sagen? Lubo hat das richtig gesagt. Ich glaube, dass beide Mannschaften ja heute durchaus einen Punkt verdient hat. Dann muss man vielleicht, auch wenn es mir sehr, sehr schwer fällt, damit auch leben und damit vor allen Dingen auch zufrieden sein. Das kann zum Schluss so und so ausgehen in beide Richtungen. Wenn Andras Eggert das Ding reinhaut und Dario das nicht hält, dann liegen wir mit einem hinten. Dann müssen wir noch einen machen. Vielleicht machen wir den. Vielleicht nicht. Das ist mühsam, darüber zu rätseln. Ich glaube aber, wenn man das ganze Spiel beurteilt, war das ein sehr, sehr gutes Handballspiel auf gutem Niveau. Mit zwei kämpferisch starken Mannschaften. Beide Mannschaften wollten unbedingt gewinnen. Das soll normal immer so sein, keine Frage, aber man hat das heute deutlich gesehen und deutlich gespürt, dass beide Mannschaften mit sehr viel Leidenschaft, mit sehr viel Kampf agiert haben. Bei diesen Leidenschaft und Kampf passieren natürlich auch Fehler. Ich finde auch, dass wir in ein paar Phasen, wir haben einfach wieder so Phasen drin in unserem Spiel, wo wir den einen oder anderen Fehler so viel machen. Das ist in der ersten Halbzeit so, wo wir eine 3-Tore-Führung haben, die meiner Meinung nach viel zu schnell weggeht, wo wir dann vielleicht sogar mit einem Tor Rückstand, wenn es ein bisschen anders läuft, in die Halbzeitpause gehen können, schaffen das noch mit einem 14-14 Unentschieden die Halbzeitpause zu gehen und haben ähnliche Phasen auch in der zweiten Halbzeit, aber auch andersrum, liegen mit 2 Toren zurück, können glaube ich sogar das dritte bekommen, gehen von dem 2-Tore-Rückstand auf einmal mit 3 Toren in Führung.
haben dann wieder eine Phase. Das müssen wir ausmerzen, daran müssen wir weiter arbeiten. Wir wissen, dass es für uns noch viel zu tun gibt. Trotzdem glaube ich, dass wir und vielleicht auch unsere Fans, unsere Zuschauer stolz auf unsere Mannschaft sein sollten, wie sie heute eine der besten Mannschaften der Welt im Moment, das muss man so sagen, ohne irgendjemand Honig im Mund zu schmieren, Paroli gebeten hat und nicht bloß durch Kampf, sondern auch im spielerischen Sinn gezeigt hat, dass wir vielleicht nicht ganz so weit weg sind von der SG Flensburg-Handewitt. Und das ist ein schönes Gefühl, bei so einer Spitzenmannschaft durchaus mithalten zu können und vielleicht sogar für mehr in Frage zu kommen. Abschließend nehme ich die Worte von Lubo ab. Es ist auf. Ja, ist schade, dass wir uns nicht mehr sehen. Aber Sören hat recht. Wir haben Ziele als Verein. Und vielleicht sehen wir uns doch mal in irgendeinem Wettkampf wieder, dann wäre es für uns nicht so schlecht gelaufen. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute und würden dich mit welchem Team auch immer wieder gerne in der GTK Arena begrüßen. Alles Gute. Dankeschön, Benitz. Danke auch dem Applaudierenden. Steffen, deine Worte. Ja, ich sage trotzdem Glückwunsch zum Punkt, Lubo. Ich denke, zum Schluss war es wirklich für beide Seiten verdient, so wie die letzten Minuten waren. Es war das erwartet schwere Spiel. Für uns, glaube ich, ist das Entscheidende, dass die Mannschaft trotz der Pause, die wir jetzt hatten, eigentlich 1:1 wieder ins Spiel gekommen ist, so wie wir vorher auch gespielt haben. Und das ist, glaube ich, die beste Erfahrung, die wir heute machen können, dass die Mannschaft immer weiter an sich arbeitet, Gas gibt, erfolgshungrig ist und wir haben jetzt nur 2-3 Tage Zeit, um uns auf das wichtige Spiel gegen Kolding vorzubereiten. Das ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Spiel und man hat heute gesehen, was die Zuschauer in der Halle an Unterstützung geben können und das wünsche ich mir natürlich für Samstag auch, dass so viele Leute wie möglich in die Halle kommen und uns zum Sieg gegen Kolding peitschen. Das wäre mein Wunsch heute. Danke. Dankeschön, Steffen. Ja, Fragen führen seitens der Medienvertreter an unsere Protagonisten. Einfach sprechen. Uwe Dornheck für die Europäische Nachrichtenagentur. Die erste Frage an den Flensburger Trainer. Ich habe das letzte Spiel live erlebt gegen Flensburg hier in der GTEC Arena. Da hieß sie noch Bördelandhalle. Das war 2001. Hatte ich leider nur eine Stehplatzkarte, noch nicht als Medienvertreter und habe immer auf das Bild gewartet. Und da ist Magdeburg Meister geworden. Nun ist es für den SCM wahrscheinlich ein bisschen schwieriger in diesem Jahr, die Meisterschale zu holen. Aber wie sehen denn Ihre Möglichkeiten jetzt aus nach dem Spiel? In meinen Augen und wenn ich in viele Gesichter der Magdeburger Zuschauer schaue, haben sie eher einen Punkt gewonnen als einen verloren. Ja, also wir haben alles in unseren eigenen Händen. So kann man noch sagen mit diesem Punkt. Mehr kann ich ja nicht sagen. Wir haben sehr schwere Spiele noch zu spielen. Wir haben Respekt für jeden Gegner. Und egal wo wir hinkommen, ob das Magdeburg ist oder ob das Kobo jetzt, was wir nächstes Spiel haben. Wir nehmen dem sehr ernst alle und versuchen, Punkte zu gewinnen. Ich hätte mich natürlich 2 Punkte heute gewünscht. Mit 7 Freier in zweiter Halbzeit, letzte 15 Minuten zu verwerfen. Das ist schon, nicht, was man wünscht als Trainer. Aber Dario hat ja das überragend gemacht, muss man ja auch sagen. Also Hut ab. Er kommt rein in so ein Spiel und es ist heiß und macht das richtig gut. Also, wie gesagt, verdiente Punkt für beide Mannschaften. Weitere Fragen? Ja, Rudi, bitte auch mit dem Mikrofon. Einmal mal bei Dario. Der Wechsel, glaube ich, 42. Minute, ist der aus dem Bauch gekommen oder gab es da vorher Konsultationen mit dem Co-Trainer oder wie ist diese Entscheidung gefallen? Meine Kräne hat ja nicht schlecht gehalten. Ja, aber wir haben 2 gute Torhüter. Das ist einfach so. Wenn ich dann mit Thomas immer drüber spreche und das ist dann doch eher sein Bereich als Torhüter-Trainer, beschreibt das er immer ganz treffend und sagt, darf ich Werbung machen? Ich weiß nicht. Das ist wie Pepsi oder Coca-Cola. Also was man bekommt, ist fast das Gleiche. Wir wissen, dass wir einfach ein gutes
wenn nicht sogar ein sehr gutes Torhütergespann, eines der besten der Liga haben. Und das hat sich auch heute wieder gezeigt, dass man das auch braucht und dass das heute bestimmt ein, wenn nicht sogar auch der Garant zum Punktgewinn war. Aber diese Entscheidungen, Rudi, was du fragst, das sind natürlich oft Bauchentscheidungen oder Nuancen. Wir haben eine Statistik, die wir führen, gucken drauf, haben so eine Art Rhythmus entwickelt, nach wie viel nicht gehaltenen Bälle vielleicht mal ein Wechsel in Frage kommt. Aber dann kommt immer das Gefühl dazu, wie waren die Bälle, sind das freie Bälle, sind es Bälle mit Abwehr. Letztendlich bleibt das Bauchgefühl. Und wir haben gesagt, wir wollten was verändern, haben uns kurz abgesprochen, dann war die Entscheidung getroffen. Und Dario kam rein und hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Glückwunsch dazu. Noch weitere Fragen? Nicht der Fall, dann gucken wir noch auf die weiteren Resultate vom heutigen Tag. Füchse Berlin gegen Wetzlar 27-24, Gummersbach gegen Melsungen 23-30 und Coburg gegen Göppingen 25-29. In der Champions League ja noch das Spiel der beiden deutschen Vertreter Kiel und Flensburg mit dem Endstand des jetzt bin ich durcheinander. Rhein-Neckar-Löwen natürlich. Die Rhein-Neckar-Löwen gewinnen mit einem Tor in Kiel das Hinspiel der Champions League. So, ja. Wir sehen uns wieder am kommenden Samstagabend, Nachmittag hier in der GTK-Arena gegen Kolding das Spiel und dann am kommenden Mittwoch schon wieder gegen Gummersbach zu Hause. Danke ich recht herzlich. Wünsche dir den Flensburgern angenehme Heimreise. Bis zum nächsten Mal dann. Auf Wiedersehen.